So, Teambau-Chat, wir sind angekommen. Ich räume erstmal den ganzen Laden hier clean. Mach mal clean. Obwohl hier halt echt auch ein paar dabei waren, die wir ja auch wollten, ne? Welche Formation? 4-2-2 wieder? Ja, lief doch gut, oder? Ja. Damit lief's doch. Also ich sage euch ehrlich. Schmeißen wir jetzt erstmal raus. Rhythmus. Ja. Ich setze mal nur kurz da unten auf die Bank, was man noch. Diesen Abedi Pelé haben wir ja auch gezogen. Ich setze dich jetzt mal kurz dahin. Kurz dahin. Ramirez. Setz dich jetzt mal. Verdickt muss eigentlich auch. Was kostet dieser Werkel? Was kostet der? Snyder kann man rausschmeißen. Der wird bei uns. Ich setze mal dahin hin. Der wird aber nicht ins Team passen. Ja. Schmeiß ich auch mal raus. Werkel, was? Was kostet? 2 Mios. Ja. What the fuck? Also, was haben wir gesagt? Woher die Energie? Dahin raus. Dankeschön, Knipmaster. Also wir gehen jetzt erstmal hier klickst hoch. Klickst du Fettfingers und rum? Ja, ich meine, das mit dem Steuerkreuz ist manchmal ein bisschen nicht so einfach da. Okay, jetzt habe ich wirklich verkackt. So, Putellas, hol ich mal rein. Werden wir keinen Platz haben. Van Dijk hol ich rein. Cristiano Ronaldo. Hol ich rein. Der soll auch krass sein, aber... Was kostet Cristiano? Was haben wir da noch? Eder Militao. Boah, ist halt auch ein Brett. Simbo, woher? Ja, wir gucken mal gleich. Eder hol mal rein, auf jeden Fall. Der sieht auch krank aus. Was haben wir noch? So ein Lorente sieht ja halt aber gut als ÖF. Nee, auf gar keinen Fall. Quatsch, Trade auch. Auf gar keinen Fall. Rafinha sieht auch nicht schlecht aus mit Trickster Plus. Fühl ich Argument. Walker IV. RV. Muss rein. Holen wir mal meinen Rafinha rein. Kann bald auch LV. Geile Poldi. Geile Poldi. Muss aber jetzt nicht unbedingt. Das wird sich mal auf die Icons um. Muss. Ah, ich steh mal raus. Digga, mein... Muss, ne? Ja, ohne reden eigentlich. Ich sag dir, Buhe sieht halt auch geil aus. Ja, was aber ist geil, ist schon langsam, ne? Wird wahrscheinlich auch keinen Platz finden. Aber mit antizipieren. Antizipieren? Könnte er schon, ne? Hol mal rein, maybe, falls wir noch irgendwo was brauchen. Ist mal abschließen, SBC auch. Ronaldo, Werkel, Pelé, 10 Millionen. Mal gezogen, ja. Boah, Stirnbart auch geil, ne? Rüllet. Komm, geh da mal raus, das wird langsam teuer. Ja, den können wir ja. So. Balde. Wir haben halt auch noch diesen Havertz, ne? Also, ich stelle mir mal ganz kurz. Gut, Werkel muss halt, oder? Krieg, stelle ich mal da vorne kurz dazu. Walker muss halt eigentlich auch. Was kostet denn ein Walker? Ramirez. Eder Militao. Abedi Pelé haben wir ja auch noch. Ich stell mal kurz die Formation wieder. Ja, Alter, fettfingerst du rum. Jungs, wie sollen wir das bauen? Ich stell mal kurz auf 4-4-2 erst. Dass wir mal kurz da gucken. Im Tor Nistelrooy. Wollen wir den wirklich durchziehen? Oder unseren Dudek, den wir gezogen haben. Aber wir können auch Nistelrooy reinstellen. So. Alexia Putellas. Ja, die findet bei uns im System keinen Platz. Offensive 6 halt, ne? Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Unseren Abedi könnten wir halt auch safe mal spielen. Könnten wir halt. Wie wollen wir nach dem Chris durchspringen? Ja, brauchen wir ein paar Icons, ne? Das ist es ja. Spielt die neben Rüllet auf der 8. Ja, wir haben halt nur 2 Sechser, ne? Die wird ja auch geistkrank teuer sein. Also wir haben halt unendlich Coins da oben drauf. Den habe ich gesagt, Bild so Ding. Wo? Kommt immer so. Vor allen Dingen, was wird man auch über die Flügel spielen? Putellas 1,9, kann man sich ja auch alles gar nicht leisten, ne? Ja, Rafinha eigentlich auf der anderen Seite geht eigentlich fit, oder? Auch mit Balde stabil. Cancelo spielen. Wir brauchen... Ja, gibt ja kein neue Cancelo, oder? Hm? Nehmt Walker Evo, dann haben wir einen Walker Evo? Ja, wir haben halt keine 10, ne? Wir müssten dann eigentlich dann Bobby Moore reinstellen. Aber es wird ja auch für Cristiano Ronaldo. Martinelli vielleicht. Ihr habt halt Putellas nie richtig gezockt. Martinelli so gut, müssten wir halt die SBC abschließen. Martinelli passt schön rein. Aber für wo? Gucken wir mal, Flügel wahrscheinlich, oder? Und wir könnten halt Walker auch noch in die Mitte ziehen, ne? Ja, RF. Technical, ne? Sieht halt echt stabil aus. Ja. Gut, aber dann, ne, dann passt der mit Balde wieder gar nicht. Aber wir können auch Werkel im Sturm spielen. Was kann der? Sturm. Ja, geh mal drauf. Wahrscheinlich im Sturm. Scheiße, wie verrückt. Havertz könnten wir links machen, aber auch SBC. Ich weiß nicht, ob wir die alle so jetzt abgeschlossen kriegen. Noch auf die Schnelle. Aber sieht aber auch ein Balde geiler aus. Vergleichbar mit Balde.
Havertz soll aber gut sein, laut. Ist eigentlich nur schneller, ansonsten überall schlechter. Ja. Havertz krank wegen Trade. Ah, dann noch dieses Flanke-Ding, ja. Oder? Okay, könnte man ja machen. Ja. Aber den Krisch vorne halt, der macht mir halt Kopfweh. Das ist ja unmöglich. Der macht mir Kopfweh. Balde kann RV. Ja gut, aber da wäre jetzt ein Walker, ne? Ja, Walker aber auch interessant in der Mitte, ne? Ja, aber mit Block drauf, ne? Vielleicht nicht verkehrt in der Mitte, ne? Da fehlt uns halt eine Icon. CR7 plus Trainer Portugal und Saudi League, da ist er durch. Zeig mal her. Oh, stimmt, ist korrekt, glaube ich. Hat recht, der Zimbot. Der Zimbot hat recht. Der Zimbot. Ah, nee, wo fehlt sie mir denn? Ah, einer aus der. Ah, gut, die Icon fehlt jetzt halt noch, ne? Ist das die Icon? Ja, machen wir wieder rein. Dann wär's so. Aber wir können halt auch hin. Was hat denn Bobby Moore? Was hat denn der Ding? Antizipieren. Tripling 99. Antritt halt schwach, ne? Van Dijk hat's ja. Ja, aber halt Sprinttempo, ne? Denke ich auch. Van Dijk ist Van Dijk halt, ne? Kannst halt noch Inebe dran stellen dann. Aber wird, ah, geht sogar. 4-2-4, dann geht's. Und Rülle der Offensiv, oder was? Digga, ist. Hä? Hier. Oder Bellingham, stimmt. Und Bellingham nebendran. Aber. Warum haben wir jetzt einen Bellingham? Wegen Hinne Eder. Ach so. Wenn wir Ding hätten. So. Der hätte noch reingepasst. Sehr Brasilien-lastig, ja. Das auf jeden Fall. Gut, 3 Brasilianer oder. Ja, 4. Kanté Radioactive gegen Cassier Radioactive, aber ja. Gut, aber ein Rüllet offensiv. Das ist halt ein Rüllet, ne? Digga, kann auch IV, wie geil. Alaba ging auch noch. Hatten wir noch jemand auf der 6, wenn wir Rüllet zurückziehen in die IV? Und dafür noch ein anderer, also Ramirez dann reiner Sechser und nebendran ein Offensiver? Oder spielen wir Rüllet in der Mitte? Ja gut, jetzt aktuell in der Mitte, oder? Ja, machen wir Van Nistelrooy, ich glaube, auf den sollten wir wirklich nicht beliefen. Was ist mit Dudek hinten drin? Alaba, Evo sind wir noch nicht so weit, ne? Mhm. Eine Icon bräuchten wir halt schon noch, ne? Weil wegen CR7. Ja. Brauchen die Königin, aber wo ist. Könnte man spielen halt, ne? Ne, bei dem da dann. Könnte man mal testen. Aber kriegen wir das preislich auch alles hin? Das ist ja auch das Problem, ne? Rüllet ist der Defensive, 85 Def etc. Ja, klar. Ja, wir müssen dann jetzt eh, ne? Wir müssen ihn abschließen, SBC technisch und den. Also von den Spielern, die man im Verein haben, langt es nicht. Braucht man für Martinelli noch. Weil Casillas weg ist. Ja, müssen wir halt Casillas wieder spielen. Walker 500k. Was machen wir? Lassen wir es so oder? Ich sag, wir lassen so, Chat, oder? Walker 500k. Wurde angelogen. Simbo wurde richtig angelogen. Wurde komplett angelogen. Ich hab Schimmel in der Villa. 62 nehme ich mit, ne? Shopping-Tour. Bin gespannt, ob das alles langt. Spanischer Manager geht nicht wegen. Weil wir den England-Manager ja brauchen. Ja, wegen Walker.